أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل. Herr Elsässer, Sie stellen heute Ihr neues Buch Terrorziel Europa vor. Worum geht es in diesem Buch? Der Untertitel heißt ja Das schmutzige Doppelspiel der Geheimdienste. Und das Buch weist nach, dass an allen größeren terroristischen Anschlägen seit Mitte der 90er Jahre, die man Islamisten zugeschoben hat, Geheimdienstleute mit dabei waren. Also sowohl in London im Juli 2005 als auch in Madrid im April 2004 und in kleineren Anschlägen in Paris, Anschlagsversuchen in Deutschland und so weiter. Das heißt, Sie zweifeln die sogenannten offiziellen Versionen sowohl vom 11. September 2001 als auch vom 7.7. in London an? Ja, natürlich. Diese Schuldzuweisung an die Seite der Islamisten ist ein Fake, ein Bluff, der eine allgemeine anti-islamische Stimmung erzeugen soll, der Legitimation schaffen soll für die Beteiligung europäischer Staaten an den Kriegseinsätzen der Amerikaner gegen islamische Staaten. Aber die Wahrheit ist, dass eben sich bei diesen Geschichten im Wesentlichen um Inside-Jobs gehandelt hat, für die verwirrte und verhetzte Moslems als Dummies instrumentalisiert wurden. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.